Hallo und willkommen zurück hier bei Sekiro, hier in der Ashina Burg und hier bei unserem Platinum Walkthrough. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, wir sind zurück in der Ashina Burg und haben jetzt hier uns gerade an dieser Figur ausgeruht und werden jetzt unseren nächsten Bossfight angehen. Kommt eine kleine Story-Sequenz in der nächsten Sekunde dann und ich werde euch gleich noch was dazu erzählen. Vorher wollte ich jetzt hier noch ein paar Fähigkeitspunkte ausgeben. Und ich glaube, ich mache das tatsächlich an dieser Stelle, um unsere Medizin noch mal ein bisschen effektiver zu machen. Ihr seht, wir haben noch einige Fähigkeitspunkte, die wir sammeln müssen und ich befürchte, dass wir zum Ende des Games hier auch noch nicht ganz fertig sein werden und den zweiten Playthrough dann dafür nutzen, das hier fertig aufzuleveln. Man muss da doch etwas farmen, leider. Ihr kommt jetzt hier in das nächste Gebiet. Zack, der spawnt immer wieder an der Stelle und schadet auch nicht. Das wird später ganz hilfreich sein, um eure Wiederbelebungssamen zu benutzen, nachdem ihr eventuell einmal gestorben seid hier bei dem Endboss. Hier, der wird euch jetzt mitteilen, dass es hier gleich einen etwas stärkeren Fight gibt. Könnt ihr aufpassen. Das wusste ich gar nicht, dass der einen hier sieht. Ja, ihr geht jetzt gleich aufs Dach und werdet dort dann mit einer Entscheidung konfrontiert. Ich erzähle euch das jetzt gleich mal vorneweg. Und zwar, ob ihr eben den einen oder den anderen Weg geht. Ich sage es mal vereinfacht. Wenn ihr hier die, ich sag mal in Anführungszeichen, falsche Entscheidung trefft, dann endet das Spiel relativ schnell. Ihr müsst nochmal zwei Bossfights machen gegen zwei uns schon bekannte Charaktere. Doch aber etwas überraschend an der Stelle. Und kriegt so das vierte Ende, das Shura-Ende, das in Anführungszeichen böse Ende. Das würdet ihr jetzt im Grunde hier tatsächlich auf der Spitze der Burg sofort erreichen können, wenn ihr eben hier die eine Entscheidung trefft und damit habt ihr auch schon eins der Enden freigespielt. Eventuell zeige ich euch diese Fights natürlich auch noch. Und den Weg zu diesem Ende, aber im Grunde macht ihr alles so, wie wir es jetzt gemacht haben und entscheidet euch eben an der Stelle dann nur für das Shura-Ende und so könnt ihr das freispielen. Und die anderen Möglichkeiten zeige ich euch natürlich im weiteren Verlauf. So. So, also, er sagt jetzt im Grunde nur, das ist hier der Erbe wieder angegriffen wird und dementsprechend gehen wir jetzt schnell aufs Dach. Und hier erwartet uns jemand, mit dem wir an der Stelle wahrscheinlich nicht mehr gerechnet haben. Und das ist unser Ziehvater, der Uhu. Ihr erinnert euch, der ist vermeintlich im Harata-Anwesen gestorben, als er uns losgeschickt hat, Kuro zu beschützen. Aber da haben wir uns wohl falsch erinnert, was das Hirata-Anwesen angeht. Und auch er will eben Kuros Blut an der Stelle. So, und jetzt stellen wir ihn natürlich mal zur Rede. Der Uwe ist unser Ausbilder und der Ziehvater, muss man eher sagen. Und ja, dem begegnen wir jetzt hier und ihr ahnt schon, was eventuell gleich passiert.
Er redet immer von der eisernen Regel, das ist im Grunde einfach, dass wir seinen Befehlen folgen. So, und das ist jetzt die Entscheidung, von der ich vorhin geredet habe. Ihr könnt hier eben die eiserne Regel befolgen, Kuro aufgeben. Das würde tatsächlich dazu führen, dass ihr das böse Ende in Anführungszeichen anstrebt. Oder wir brechen jetzt in dem Moment die eiserne Regel, was wir laut ihm nicht machen sollen, und eben Kuro treu bleiben. Mein erster Instinkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich will natürlich Kuro treu bleiben. Der scheint mir doch etwas sympathischer, unser kleiner Meister. Und von daher mache ich das. Und das eröffnet den Weg für die drei Enden, die man zusätzlich noch freispielen kann. Wenn ihr aber hier Kuro aufgeben wählt, führt das zu zwei Bossfighten und dann auch unwiderruflich zum Ende des Spiels in diesem Spieldurchlauf und kürzt das Ganze tatsächlich doch gewaltig ab, weil wenn wir jetzt hier diesen Weg nehmen, folgt noch einiges. Von daher Kuro treu bleiben an der Stelle und los geht's. できません. できぬだと、なんと。 せがれよ、なぜこの父の思いがわからぬのだ。 忍びの掟を忘れたか。 掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。Oh-oh. Und so beginnt unser Kampf mit dem Uhu und unserem Ziehvater hier auf der Spitze der Ashina-Burg. Und ja, wie schon angekündigt, kein leichter Gegner. Ich versuche ein bisschen was nebenher zu erklären. Er hat diese Wurfsternattacken. Und das ist eigentlich am Anfang, die erste Phase, alles machbar. Ihr sollt unbedingt seine Schwertattacken blocken, weil die extrem viel Schaden machen. Der hat echt viel Power. Und ihr seht, ihr macht hier... Er wiederholt das. Und diese Kügelchen hier, wenn ihr in den Rauch reinkommt, könnt ihr nicht mehr heilen für eine gewisse Zeit. Also passt echt auf. So, wiederholt sich hier alles ein bisschen. Zack. Und wieder die Kügel. Ich versuche dann hinter ihm zu kommen und ihn zu schlagen. Und in der Attacke das gleiche. Ich gehe seitlich weg und schlag ihn. Und dann immer wieder kontern. Ihr müsst echt am Anfang ein bisschen Vitalitätsschaden bei ihm reinbringen. Weil, sonst kriegt ihr seine Haltung nie hoch. Ich konnte hier gerade auch nicht wirklich mit gutem Timing, ist aber nicht so tragisch. Weil am Anfang... Ah, so, hinter ihn. Zack, Vitalitätsschaden. Zack. Zack. Wiederholt das hier, Genau, wenn ihr euch niederstreckt, eure Haltung, rollt euch nach hinten, weil sonst wird er euch packen und einen Wurf mit euch machen. Das
wollt ihr auf jeden Fall verhindern. Hier sowas und dann wegrollen, ne? Zack, er wirft das Kügelchen hinter ihn schlagen. Zwei Wurfsterne, zack, zur Seite und schlagen. So kriegt ihr schön Vitalitätsschaden rein. Uff, jetzt müssen wir heilen. Ich mache dazu gerne mal Feuerwerk und heile mich dahinter, weil sonst wird er euch nicht in Ruhe heilen lassen in den meisten Fällen. So, und ihr seht auch, ich habe jetzt sehr großen Haltungsschaden. Ah, zu spät. Ich finde am Anfang ein bisschen schwierig, hier das richtige Timing für die Konter zu bekommen, aber werdet ihr rausfinden. Und nutzt diesen Fight wirklich, den etwas kennenzulernen, weil das ist vermeintlich nicht das letzte Mal, dass ihr gegen ihn kämpft. Du ist einer der schwierigeren Gegner im Spiel, muss man wirklich sagen. Uff, jetzt bin ich hier richtig in der Ecke hängen geblieben. Achtet auf eure Haltung. Ihr seht, wir kriegen seine jetzt sogar schon... Oh, jetzt hat er mich erwischt. So sieht das aus. Und ihr seht, ich kann jetzt keine Kürbisflaschen mehr benutzen und auch keine anderen Items. Wie lange das genau dauert, sehen wir jetzt auch gleich. Aua. Ah ja, seht ihr? Okay, das war gut verteidigt. Das war schlecht verteidigt. Er macht zwei Wurfsterne, wir weichen aus und zack. Und jetzt können wir schon wieder heilen. Also, das nutzen wir auch direkt, wenn er diese Attacke macht. Und wir sind wieder im Spiel. Zack, er macht das wieder. Und wir schleichen uns hinter ihm. Zack. Wurfsterne abwehren, ausweichen, Attacke. So kriegt ihr die erste Phase durch. Er macht teilweise noch eine Attacke, wo er auch Feuerwerk wirft. Das kann er auch. Da solltet ihr gucken, dass er euch damit nicht erwischt und ihr nach hinten wegzieht. Und dadurch seiner Folgeattacke auch direkt ausweicht. Das ist nämlich... Hat er das tatsächlich bei mir jetzt noch nicht gemacht, aber macht er manchmal. So, das erste Mal haben wir ihn. Jetzt beginnt die zweite Phase, die ist etwas schwieriger tatsächlich. Achtung, er stößt euch hier weg. Und bittet um Gnade. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt irgendwie eine Möglichkeit hat, was zu machen, aber tatsächlich jedes Mal... Ja, jetzt kommt seine Gaswolke. Auch auf die müsst ihr achten, weil die führt dazu, dass ihr ihn nicht mehr anvisiert. Das heißt, da müsst ihr wirklich aufpassen, wo er dann ist. So, jetzt hat er mich wieder erwischt, das war blöd. Das meine ich, Gaswolke. Er ist dann irgendwo im Gas und wird herauskommen und euch angreifen. Und ihr solltet versuchen, ihn möglichst schnell wieder mit dem rechten Stick anzuvisieren. So, und ihr seht, anstatt Wurfsternen wirft jetzt Gift. Deswegen habe ich auch schon die Anti-Gift-Flasche ausgerüstet tatsächlich. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber ihr solltet trotzdem versuchen, dem Ganzen etwas auszuweichen. So, jetzt geht es darum, wieder Vitalitätsschaden reinzubekommen, was an der Stelle jetzt noch etwas schwieriger ist. Weil wenn man ihn umläuft, zack, ihr habt es gesehen, schon vergiftet. Ich nehme jetzt die Anti-Gift-Flasche. Oh, und ich hätte auch mal direkt heilen sollen. Zack, okay, jetzt hat er mich doch heilen lassen. Er macht seine Gasattacke. Ich springe dann immer weg und versuche ihn direkt wieder anzuvisieren. Zack, ich mache Feuerwerk, um zu heilen. Und weiter geht's. Er springt hinter ihn, schön Schaden reinbringen, das war gut. Ah, diesmal schaffe ich es nicht mehr hinter ihn. Oh, ich bin blöd. Jetzt bin ich reingerannt. Nicht so schlimm, wenn ihr keinen Schaden bekommt, dann müsst ihr auch nicht heilen, aber das ist natürlich Wunschdenken. Oh, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade nicht verteidigt habe. Ich versuche jetzt tatsächlich, ihr könnt ihm auch so ein bisschen, ihr seht, mit ihm ein bisschen Katz und Maus spielen, um ein bisschen Zeit totzuschlagen tatsächlich, weil es ist natürlich extrem blöd, jetzt nicht heilen zu können. Jetzt kann ich es wieder, zack, ich mach Feuerwerk, nutze es zum Heilen. Uff, man kann die Attacke auch abwehren, aber kriegt danach eigentlich keinen Schaden mehr rein. Ah, das Gift ist extrem nervig. Wir haben aber schon gut Vitalitätsschaden bei ihm gemacht.
Einfach jetzt nicht die Konzentration verlieren, genau, wenn er das macht, hinter ihn. Und versuchen, das Timing einigermaßen mit den Blocks hinzubekommen, dass ihr einen schönen Konter rausbekommt. Zack. Und wieder ran. Oh, verdammt. Jetzt hat er seinen Haltungsschaden regeneriert. Also jetzt an der Stelle vielleicht auf die Wurfsterne wechseln. Das wollte ich gerade eigentlich machen. Nicht ganz geklappt. Damit ihr Wurfsterne einsetzen könnt, wenn er seinen Haltungsschaden regenerieren will. Achtung, Gas oder Staubwolke. Zack. Ah, da war ich zu langsam. Ah, da bin ich nicht an ihm vorbeigekommen, deswegen hat ihn meiner... Jetzt will er wieder regenerieren. Zack, ihr werft einfach einen Wurfstern. Und schon haltet ihr ihn davon ab. Jetzt wird's übel hier gerade. Schön, immer seine Attacken blocken. Gas ausweichen oder dem Gift ausweichen und gucken, dass ihr schön Haltungsschaden reinbekommt, indem ihr die Attacken perfekt kontert. Zack. Und schon haben wir ihn. Wunderbar. Das lief gut, bedarf ein wenig Übung. Aber ihr seht, wenn ihr immer das gleiche Muster verfolgt und seinen Attacken einigermaßen Herr werdet. Und schön auch, sage ich mal, alle Kürbisflaschen und Gebetsperlen eingesammelt habt, solltet ihr zu diesem Zeitpunkt stark genug sein, um ihn zu besiegen. Erinnerung an den großen Shinobi. Zack. Dieser Ast. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber wir haben mal mit Emma über den Baum, der immer geblüht hat, geredet und dass da jemand einen Ast weggenommen hat. Offensichtlich war das der Uhu, oder zumindest ist er an diesen Zweig gekommen. Und den bekommen wir jetzt hier zu diesem Zeitpunkt. Dann haben wir diesen Kampf geschafft. Und jetzt, bevor ihr an die Statue des Bildhauers geht, geht hier nochmal über die Dächer. Droppt hier runter. Und geht jetzt zum Haus von Ishin. Ihr seht, theoretisch... Ne, täusche ich mich offensichtlich. Also erstmal gibt es hier eine Truhe, die vorher noch nicht da war, sehe ich gerade. Was ist hier drin? Ah, die schwarze Schriftrolle. Hier wird jetzt beschrieben, dass es auch eine schwarze sterbliche Klinge gibt. Nicht die rote, die wir, sondern die schwarze. Die befindet sich, glaube ich, im Besitz von Genichiro. So, jetzt sehen wir es doch. Jetzt können wir hier lauschen. Und Emma und Ishin unterhalten sich hier. Die andere sterbliche Klinge. Auch die reden jetzt hier eben über die andere sterbliche Klinge. Also die sind im Besitz von Genichiro. Jetzt unterhalten sie sich über mich. Okay. So, das haben wir jetzt belauscht an der Stelle. Ihr könnt hier jetzt euch auch noch ein bisschen mit Ishin unterhalten oder ihm verschiedene Sake geben. Tatsächlich. So,
Ihr seht hier, man kann ihm jetzt hier den Ashina-Sage zum Beispiel geben. Thank you. Oh, dore. Und dann redet er so ein bisschen über seine Vergangenheit. Wie gesagt, es gibt im ganzen Spiel Charaktere, denen man Sake anbieten kann. Ja, wie gesagt, das ist absolut optional. Das könnt ihr machen. Aber dieses Lauschen hier ist tatsächlich wichtig nach dem Fight. Und zwar ermöglicht das den Verlauf, den wir jetzt gleich angehen, der uns dazu bringen wird, eben das zweite alternative Ende freizuspielen, und zwar das Reinigungsende. Das könnt ihr hier machen, nachdem ihr den Uhu besiegt habt, und das zeige ich euch jetzt gleich. So, wir haben den Uhu besiegt, wir haben gelauscht, wir gehen hier runter und wir reden mit Kuro. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Dialog durchlaufen, leider. Er erzählt jetzt eben von dem Stein und der Blume, die wir gefunden haben. So, er will jetzt, dass wir hier das ins Räucherwerk geben. Das machen wir noch glatt. So, jetzt brauchen wir Blut von Kuro. Daher muss er sich jetzt an der Klinge schneiden. Das dürfen wir natürlich nicht sehen, aus irgendwelchen Gründen. Ist ja nicht so, dass wir kein Blut in dem Spiel sehen. Also er sagt, nachdem wir jetzt den Duft eben von diesem Räucherwerk an uns haben, sollte uns der Weg in den Palast der Urquellen möglich sein. Und wir sollen die Drachenträne erholen. Okay, so. Jetzt werde ich aber nochmal hier die Figur aktivieren. Ich werde hier auch nochmal rasten. Wunderbar. Und wenn mich nicht alles täuscht, ja, dann ist jetzt auch Emma hier. So, und jetzt, wenn ich mich nicht täusche, das muss ich mal gucken, und zwar muss man jetzt nochmal ein Gespräch mit Emma triggern. Ich werde jetzt tatsächlich hier nochmal rasten. Und dann muss ich mal gucken, ich glaube, man kann hier tatsächlich ja auch über den Seiteneingang rein. Ah, ich weiß nie, wo der ist, oder habe ich den nicht aufgemacht? Ah, ich habe den nicht aufgemacht, okay. Auch den muss man nochmal aufmachen, wie es aussieht. Ist nicht schlimm. Na, doch nochmal hier rein, so. Also,
man muss es jetzt hier schaffen, dass sich Emma mit Kuro unterhält. Und ich glaube, das geht eben nur, wenn die beiden sich natürlich unbeobachtet fühlen, sage ich mal. Dementsprechend gehe ich jetzt mal hier hinter. Ich glaube, es ist. Ich weiß nicht, ob man das so funktioniert, aber ich probiere es mal. Ihr seht auch, hier ist ein Item. So, und ich glaube, wenn man hier hinten ist. Wird jetzt tatsächlich nicht getriggert. Doch jetzt. Da seht ihr es. Lauschen. So, das war jetzt nicht wirklich viel Information, aber das hat wohl gereicht an dieser Stelle. Ah, okay. Und auch jetzt, wie vorhin mit dem anderen Kind, müsst ihr hier eben immer zwischen den Gesprächen rasten. Und ihr seht, jetzt hat sich Emma bewegt. Und zwar hier hoch. Und jetzt könnt ihr nochmal mit ihr reden. タケル様の記録に流因の巫女の命とともなんだとこのまま不死立ちの道を歩まれるならば不思議りで巫女様のお命はい不死ですが九郎様を殺さぬ道が流因はそのような道もならば狼と九郎様を殺さぬ道それを共に巫女様はありがとうございます手がかりをはいうんそうか狼殿調べを進めわああそれから巫女様にははい Okay, im Grunde sagt sie jetzt, dass das Ende, auf dem wir uns befinden, oder auf der Weg, auf dem wir uns befinden, würde dazu führen, dass Kuru stirbt. Das heißt, man kann zwar die Unsterblichkeit durchbrechen, aber dabei würde Kuru sterben. Das ist im Grunde das Ende, was man erreicht, wenn man den ganz normalen Weg folgt. Und jetzt in die alles das, was wir jetzt machen. Diese drei Enden, abgesehen vom bösen Ende, unterscheiden sich wirklich nur von den Gegenständen, die man am Ende Kuro gibt. Und ich werde euch jetzt im Verlauf des ersten Playthroughs tatsächlich alle Möglichkeiten zeigen, wie ihr alle Gegenstände bekommt. Und am Ende könnt ihr dann aussuchen, welches Ende ihr spielt. Und wenn ihr eben die Trophäe für alle Enden erreicht, sage ich mal, erhalten wollt, dann müsst ihr eben einfach den jeweiligen Weg folgen. Und dann kriegt ihr die jeweilige Trophäe. Ich raste hier nochmal. Oder habe ich gerade schon? Weiß ich gar nicht. Und ihr könnt nochmal mit Emma reden. So, wir kriegen Tomoes Notiz. Hier geht es um das Reinigungsende. 人に返す道そのためにはそう、wir brauchen die Blume vom immerblühenden Baum. Wir wissen, wir haben jetzt gerade den Ast bekommen, aber leider nicht die Blüte. So, und die Blüte hat ja wahrscheinlich der gleiche, der den Ast abgeschnitten hat. Aber Uhu haben wir ja schon besiegt. クロ殿がですが、どうした？いえ、常桜があった頃のことを思い出す。どうも記憶がおぼろげなのです。お二人の何？常桜の後にあるタケル様と何か思い出せるかもしれ。 So, sie sagt, sie erinnert sich vielleicht an den Grab von Tormoe, weil da stand auch der immer blühende Baum, von dem wir die Blüte benötigen. Von daher rasten wir an der Stelle nochmal. Wir können auch hier mal die Zeit nutzen, unsere Angriffskraft nochmal zu verbessern. Und uns hier schön an den großen Shinobi erinnern. Zack. Und ihr seht, Emma ist weg und sie ist zu den Gräbern gegangen. Und wenn ihr euch erinnert, die Gräber
sind nicht weit weg. Und zwar geht ihr hier einfach über die Dächer wieder zu Ishins Haus. Es ist schön, hier mal über die Dächer gehen zu können. Und lasst euch hier vorsichtig runterdroppen. Und hier sollte dann auch schon Emma an den Gräbern euch auf euch warten. Und ihr seht, hier vermutlich stand der Baum. Und jetzt reden wir nochmal mit ihr. Okay, sie sagt, sie kommt nicht weiter, sie will mit dem Bildhauer reden. Und den sie hier liebevoll Orang-Uta nennt. Und deswegen reisen auch wir zum Maroden Tempel. Es ist auch hier wie auf dem Weg zum Heimkehrende, wo wir ja die Herzen beide an das Kind verfüttert haben. Im Grunde einfach ziemlich viel Dialog, der nacheinander abgearbeitet werden muss, um ein Objekt zu bekommen, was man eben braucht, um dieses Ende zu bekommen. Ihr seht jetzt, Emma steht hier im Tempel. Ihr geht jetzt ausnahmsweise mal hinten rum. Und werdet dann hier, oh, das habe ich auch noch nicht eingesammelt, ein kleines Loch im Haus entdecken und da können wir mal lauschen. So, sie sagt jetzt, entweder ich oder Kuro müssen sterben. Also hier bietet sich eine zweite Möglichkeit. So, das ist das Gespräch. Das noch einsammeln. Und jetzt können wir rein und nochmal mit Emma reden. Das ist nicht Emma, das ist Emma. Okay, sie sagt nein. Interessant. Ich dachte, wir triggern das jetzt gleich. Ich raste mal nochmal. Da ist sie immer noch. Hier, man muss sie drauf ansprechen.人帰りのためには、流因の血を受けた者が、だが、はい、私は、そしてあなたどの道も、何を隠している？聞いてしまったので、教えてくれ。なすべき巫女様と同じように、これを。 So, wir kriegen hier die Vatersglockenamulett. Es gehört zum Uhu. Und ihr erinnert euch, das letzte Mal, als ihr eine Glocke bekommen habt, habt ihr sie hier eingesetzt, um zum Hirata-Anwesen zu gelangen. Und das können wir auch jetzt wieder machen. Und zwar könnt ihr diese Glocke hier an der Statue anbieten und werdet auch wieder dann zum Hirata-Anwesen gebracht. Nur diesmal in eine etwas andere Version. Ich habe ja schon ein bisschen erwähnt, dass... Oh, wir haben gar kein Geld. Das muss ich gar nicht erst probieren. Dass wir eben letztes Mal vielleicht eine etwas gefälschte Version gesehen haben, einfach weil ja zum Beispiel der Uhu gar nicht gestorben ist. So. Das heißt, dadurch haben wir jetzt eigentlich fast alles erledigt, was wir für dieses Ende erledigen mussten.
Jetzt gucken wir gerade bei der Gelegenheit, also außer ins Hirata-Anwesen zu gehen, das werden wir jetzt gleich machen, aber jetzt gucken wir bei der Gelegenheit mal nochmal zum anderen Kind und schauen doch da mal vorbei, ob wir hier schon mal das fehlende Teil für das Heimkehrende, das Ende, was wir eigentlich anstreben, das perfekte Ende sozusagen, bekommen. Ihr seht, die Tür ist wieder offen. Wenn ihr euch erinnert, sie hat da drinnen irgendwie so ein bisschen geweint und gelitten, nachdem wir ihr alle Herzen gegeben haben. Und dann war die Tür zu. Jetzt ist sie offen und wir können wieder mit ihr reden. Mikono-shin-soko-ni. Onushi. Mikono-shinobi-yo, watashi-wa. Yurite-o. Hin-yari-to. Dakara, watashi-no-namida-mo. Kobore-kono-kori-namida-o. So, jetzt haben wir die gefrorene Träne bekommen und das ist tatsächlich eins der Items, die wir neben der Drachenträne brauchen, um das Ende Heimkehr zu bekommen. Das heißt, wenn ihr das Heimkehrende spielen wollt, könnt ihr auch einfach nur diesen Weg gehen. Vergesst das, was wir jetzt gerade mit Emma gemacht haben und macht einfach hier das mit den Herzen, mit den Schlangenherzen und dem Reis, mit dem Kind und dann könnt ihr am Ende das Heimkehrende machen. Macht ihr den Weg, den wir jetzt gerade eingeschlagen haben mit Emma, könnt ihr das Reinigungsende erzielen. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch nochmal zum Tempel. Okay, sie. So. Ne, also hier können wir jetzt tatsächlich nicht mehr viel machen. Wir haben jetzt diese Träne, das heißt, wir haben hier unsere Aufgabe erfüllt. Ich werde jetzt allerdings noch einmal hier kurz durch den Tempel und euch noch eine Sache zeigen. Und zwar, ihr könnt euch erinnern, um diesen ganzen Quest hier überhaupt zu starten, haben wir hier am Anfang ein Manuskript von dem Ältesten aus dem Tempel bekommen an dieser Stelle. Ne, und haben dann hier das dem Kind gegeben. Ich habe aber auch schon erwähnt, dass wenn ihr eben erst zu einem späteren Zeitpunkt hier in den Tempel kommt, dass das eben eventuell schon gar nicht mehr da ist. Ich zeige euch jetzt mal nochmal, was dann passiert. Oh, das überlebe ich nicht. So wollte ich euch das natürlich nicht zeigen. Ich habe jetzt gehofft, dass wenn ich da jetzt nicht ins Nirgendwo falle, ich mich wieder regenerieren darf, aber das war offensichtlich nicht der Fall. Das ärgert mich ein wenig, ist aber nicht schlimm, weil wir eigentlich nichts verlieren an der Stelle. Okay, aber ihr erinnert euch, als wir in den Seppo-Tempel sind, waren wir hier sehr früh und haben daher dieses Manuskript auch sehr früh bekommen. Wenn ihr das an der Stelle nicht aktiviert, dann zeige ich euch jetzt noch eine Sache und zwar. Zack, zack. Das hatte ich mal ganz am Anfang erwähnt, dass es hier in diesem Senpo-Tempel einen Teich gibt, in dem dann dieses Manuskript zu finden ist. Das braucht ihr eben, um überhaupt diese ganze Storyline mit dem Kind zu triggern. Und dafür springt ihr hier in den Teich und sobald ihr eben die Artentechnik habt, die wir jetzt haben, könnt ihr hier auf dem Grund des Sees das Manuskript finden. Dann hat das der Älteste hier reingeschmissen, warum auch immer. Und was aber noch viel entscheidender ist, hier hinten ist eine Gebetspelle, die uns noch fehlt. Und deswegen müsst ihr definitiv hier noch einmal reinspringen, so oder so. Und das ist jetzt aber hiermit erledigt. Und dadurch sollte jetzt auch alles hier im. Hoppala. Na, ich komme hier nicht mehr raus. So. Alles hier im Tempel erledigt sein. Dann nutze ich noch meine Figur der Heimkehr, gehe zum Maroden Tempel zurück und dort beginnen wir den Part im Hirata-Anwesen, den wir eben noch nicht entdeckt haben. Und der für das Reinigungsende entscheidend ist, wo wir jetzt das ganze Vorgeplänkel mit Emma gemacht haben und wo wir auch tatsächlich ein paar Gegner finden. Deswegen haben wir das jetzt getriggert, die uns, wenn wir sie nicht auf diesem Wege sehen. Das heißt, es ist tatsächlich für die 100% unumgänglich, das hier zu machen. Und von daher machen wir das jetzt einfach. Aber dafür sehen wir uns im nächsten Video.
Bis dahin und tschüss.